Herzlich willkommen beim Panel. Panel? Nö, beim Künstlergespräch. Ja, würde man so sagen. The Next Art United. Und wir schauen uns jetzt einfach an. Ach, guck mal, da kommt noch eine Kollegin. Die macht noch mehr Masse hier. Traumhaft, herzlich willkommen. Eben. Ja, wir schauen uns heute mal an, wie dieses neue Werk von euch entstanden ist. The Next Art United. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass hier etliche Charaktere zusammengefasst wurden, in einem Universum irgendwie untergekommen sind, das irgendwie so leicht zusammenpasst durch die Zeit, in der die ganzen Geschichten gespielt haben. Und jetzt erzählt doch mal so ein bisschen, ups. Und gleich ist der Beamer ausgefallen. War ich da schon drin? Nee. Das garantiert das Kabel. Hier. Guck mal. Ja, es hängt. Du sollst nichts hängen lassen hier. Ja, dann erzählt mal erstmal, was für Charaktere drin sind, woher die kommen und in welcher Zeit du das Ganze überhaupt spielt. Okay, also wir haben das ja schön gemacht, ne? Also wenn man hier mal sieht, die Idee, wie kam ich dazu? Wir haben ja drei große Serien bei uns bei der Next Art. Einmal Blue Evolution, ist eine Fantasy-Serie, spielt in Deutschland. Mit einem, ja, die Zeit ist etwas unbestimmt, aber so vielleicht ungefähr so in jetzt unserer aktuellen Zeit. Aber das ist nicht ganz so festgelegt. Wir haben eine zweite große Serie von Tompa, der Engel, spielt auch in Deutschland, allerdings ein bisschen in der Zukunft. Und wir haben eine dritte große Serie, Hades-Syndrom, von Michael Feldmann, spielt. Die sieht man da hinten nicht, die Kamera ist ja hier vorne. Ja, komm vor. Ja, komm vor, hier zeig dich mal. Hey, ja. Er mit dir. Nein, ist ja nicht so eine Scheu. So, das ist Michael. Ist ja nicht so, als müsstest du dich ausziehen. Ja. Michael ist große Serie. Hades-Syndrom spielt ebenfalls in Deutschland, auch in der Zukunft. Und der Engel und Hades-Syndrom haben so als Setting, naja, nach dem Dritten Weltkrieg, alles so Endzeit-Apokalypse, so in die Richtung. Und da hatte ich schon immer so die Idee, bin ein großer Fan so von den US-Serien, die so Crossover machen, kennt man ja auch von Marvel und DC. Merkt man auch daran, wie die ganzen Serien, ja, aufgemacht sind, nämlich als Heftserien. So als Heftserien im US-Format. Hat mich das schon immer gereizt, Mensch, könnte man nicht was gemeinsam machen mit diesen Figuren noch dazu. Also die beiden Serien ja wirklich sehr zeitnah im gleichen Universum, also zumindest gleiche Zeit, gleichen Ort ja spielen. Ja, die Idee habe ich mit meinen Mitkollegen hier geteilt, mit den Zeichnern und mit Robert hier. Moment, da müssen wir noch mal was klarstellen. Ja, hier, dreh dich mal rum, damit man es in der Kamera sieht. Boss, dreht euch mal rum. Von wem, Kollegen? Oh. Okay. Ja, also die Idee habe ich geteilt letztes Jahr so im Herbst mit Robert. Der hat dann die Geschichte geschrieben. Komm mal mit vor hier. Robert hat heute kein so ein Artisten-T-Shirt an, sondern der dachte hier, Fußball-WM, Deutschland spielt heute Abend. Genau richtig. Jawohl, der genau der Richtige. Da muss ja vorbereitet sein. Moment, was hast du denn? Keine Spiele auf. Keine Nummer drauf. Also auch nicht Artist oder Boss? Nein. Ja, und ich habe mit ihm die Idee besprochen, oder wir haben die Idee gemeinsam besprochen, was man so tun könnte. Ich habe gesagt, okay, das Blue Evolution ist ja eine Fantasy-Serie, da kann man bestimmt, da geht es um Parallelwelten, da geht es um Tore, um Zeitreisen, also da kann man bestimmt irgendwas machen, um die mit den beiden anderen Serien zu verkoppeln, und habe dann Robert den Auftrag gegeben, hier, schau dir das an. Es wäre toll, wenn die Figuren alle gemeinsam in der Geschichte spielen. Ja, und Robert hat sich hingesetzt und hat ein Skript geschrieben, was dann am Ende zu dem Comic United geführt hat. Ja, dann schauen wir doch noch ein bisschen in die Skizzen rein. Denn das Interessante ist ja dabei, ihr habt diesen Comic nicht etwa von einem Zeichner zeichnen lassen, sondern von allen dreien. Also genau. Von den Hauptserienzeichnern. Das war so dann ja der Gedanke dahinter, wir wollen was gemeinsam machen. Jetzt nicht einer macht ein Heft, sondern alle zusammen. Und dann war das auch von Anfang an so konzipiert, dass eben Tromba seinen Engel immer zeichnet, Micha immer seine Figuren aus dem Hades-Syndrom-Universum und Marian Kretschmer dann seine Figuren aus dem Blue Evolution-Universum. Okay.
Schauen wir uns das Skript an. Wie schaut denn so ein Skript überhaupt aus? Uff. Ja, das ist Textwüste hier. Mehr so ein Medley, glaube ich. Da kann ich ja vielleicht mal ein bisschen was zu sagen. Mhm. Also das war ja schon eine kleine Herausforderung, irgendwie erstmal die ganzen Figuren zusammenzubringen und dann halt auch irgendwo eine Planung zu machen, wie soll das überhaupt strukturiert sein. Also sie erleben natürlich eine sehr actionreiche Story, aber irgendwo müssen die Figuren ja auch eingeführt werden, sodass man auch langsam oder zumindest einen Einstieg hat in die Geschichte. Und gleichzeitig war halt auch so ein bisschen die Idee, dass man auch schon die Arbeitsaufteilung irgendwo im Hinterkopf hat. Das heißt, wir haben es jetzt so ausgelegt, dass in den ersten oder auf den ersten vier Seiten erstmal eine reine Hart-Syndrom-Geschichte erzählt wird und auf den nächsten vier Seiten dann eine reine Engel-Geschichte. Und am Ende von diesen beiden Stories gibt es aber einen Verknüpfungspunkt, sodass halt beide Fraktionen, sage ich jetzt mal, nach Neu-Chemnitz gerufen werden, also eine fiktive Stadt oder halbfiktiv, sage ich mal. Neu-Chemnitz. Für Insider, Chemnitz ist meine Heimatstadt, also genau. Da ist der Verlag verortet. Und Robert hat es dann auch geschafft, im Grunde genommen komplett den Verlag mitspielen lassen, inklusive genau. Verlagsleiter. Oder hätte der ja die Gelegenheit wahrnehmen können, dass nicht Neu-Chemnitz, langweilig, so eine Karl-Marx-Stadt. Hey! Aber Karl-Marx spielt ja mit, also dann mit daher. Spoiler-Alarm. Wir wollen ja Schritt für Schritt vorgehen. Also, da blenden wir jetzt ein Spoiler. ja, auf jeden Fall werden im Endeffekt beide Fraktionen darauf aufmerksam, dass in Neu-Chemnitz groß Alarm ist, weil in dem Verlagsgebäude es findet eine Bedrohung statt. Es hat sich ein Portal geöffnet und da braucht die Stadt bzw. der Verlag selber anscheinend Hilfe, um diesen Überfall der Plagen zurückzuschlagen. Und so geht es dann im Endeffekt los. Das heißt, ab Seite 9 werden dann halt auch die Zeichnungen gemeinsam gestaltet. Also die ersten vier Seiten waren halt rein von Michael, die zweiten vier Seiten dann rein von Thomas. Und ab dann geht es halt wirklich los, dass auch die Charaktere halt wie im Crossover dann aufeinandertreffen und dementsprechend auch verschiedene Künstler an der gleichen Seite oder auch an dem gleichen Panel gearbeitet haben. Das geht dann aber wirklich vom amerikanischen Vorbild weg, denn Crossover im amerikanischen Vorbild werden von einem gezeichnet. Vielleicht werden die nächsten Seiten von einem anderen Künstler gezeichnet, aber ja. Dass zusammen an einer Seite gearbeitet wird, ist ja schon was Besonderes. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Also sowas gab es, glaube ich, schon mal. Aber ja. Das hat bei Image United, die haben das gemacht. Mhm. Ja. Also haben tatsächlich da ein bisschen abgekupfert. Ja, auch beim Titel. ganz klein wenig. Ja. Verlagsname genommen und dann United dahinter. Ne? Mhm. Image United, Nah United, waren ganz wenig. Und dort haben ja genau auch die großen Zeichner mit ihren Hauptfiguren alle ihren eigenen. Also sie sind, glaube ich, von 6 Teil bis Teil 3 gekommen und dann haben sie es wahrscheinlich organisatorisch nicht mehr hinbekommen. Aber da hatte ich auch da kam auch die Idee so her, weil die haben das versucht und die haben das hinbekommen, tatsächlich eben auch ihre eigenen Figuren interagieren zu lassen und jeder zeichnet seine eigene. Wir haben uns gedacht, wenn McFarlane, Silvestri und Konsorten das schaffen, dann kann das ja nicht so schwer sein. wie habt ihr denn die Entwürfe gemacht? Wer hat produziert? Einer oder alle? Oder? Die Layouts meinst du? Ja, die Layouts. Ja, da kommen wir gleich, gleich zu. Also ich mal weitermachen? Weil erstmal haben wir noch ein paar Konzepte gemacht. Ja? Also ich meine, soll ich gleich mal weiter erzählen? Ja, die Entwürfe standen ja schon. Ich meine, es gibt ja nur die Hälfte von allen Serien und deswegen braucht man jetzt nichts Neues erfinden. Nur hier der Boss, ja? Also ne, hier stell ich mal daneben. Los, mach mal, stell dich mal daneben. Ah, deswegen auch die Brille. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also das ist aber hör mal, im wahren Leben, was ich mir habe. Das stimmt. Ja, na, es ist ja auch eine kriegerische Story dort. Ja. Das stimmt. Naja, und dann ging es halt noch darum, also viele Konzepte haben wir gar nicht gemacht, viel mehr als das gibt es tatsächlich gar nicht. Das hat Micha gemacht. Und dann natürlich, weil sich der Chef in seiner virtuellen Welt auch gerne mit den hübschen Puppen umgibt, wurde das natürlich auch gleich mit reingenommen. Kurze Nachfrage dazu, bist du verheiratet? Nein. Okay, dann darfst du das. Und das Maskottchen ist auch dabei. Ja, also wer das kennt, so dieses kleine niedliche Tierchen, Nah, ist ja unser Verlagsmaskottchen. Ne? Das haben wir schon immer, ist auf allen Heften mit drauf, spielt hin und wieder auch mal mit und Robert hat es tatsächlich geschafft, ihm hier auch eine Rolle in dem Heft zu geben. Genau.
Gibt es das auch aus Büschtierchen? Nein, das gibt es nicht aus Büschtierchen. Da hat sich der Erfinder Meyer immer vehement geweigert, das als Büschtier. Schade. Das wäre wahrscheinlich ein richtiger Verkaufsschlager. Ja, könnte sein. Ja. Ich werde nochmal fragen. So, und dann ging es tatsächlich zu den Layouts. Und das haben Micha und ich uns geteilt einfach. Also, es war klar, dass wir erstmal das komplette Heft layouten mussten, weil wir haben ja dann einfach auch mit mehreren Zeichnern dran gearbeitet. Da musste natürlich auch jeder wissen, was passieren sollte auf den Seiten. Wir haben uns das ein bisschen so aufgeteilt, dass je nachdem, auf welcher Serie auf der jeweiligen Seite der Schwerpunkt lag, haben wir uns das dann irgendwie so aufgeteilt. Ungefähr war es, glaube ich, 50-50. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr gemacht. Und und so sehen die, das linke ist von mir, so habe ich die gemacht, und das andere ist von Micha. Natürlich haben wir uns dann auch gespart, jetzt alle beim Layout so zeichnen zu wollen, dass man die jetzt auf Anhieb erkennt, deswegen haben wir sie beschriftet. Also es war ja nur für uns als Arbeitsgrundlage gedacht. Aber also, letztendlich ist es so, dass die Layouts so aussehen, als würde ich sie zeichnen. Das reicht aber auch. Das reicht vollkommen. Für uns war es hervorragend. Und dann kann man hier vielleicht auch ganz gut sehen, dass das Paneling von Micha und mir jetzt nicht so verschieden ist, also dass es dann irgendwie nicht mehr zusammengepasst hätte. Und es war auch durchmischt, die Seiten, nicht, dass ich jetzt genau die erste Hälfte und er genau die zweite gemacht hat, sondern es war tatsächlich entsprechend durchmischt, so dass es dann halt auch eben insgesamt wieder einen vernünftigen Fluss ergibt. Genau. Naja, und so Strichmännchenzeichnung quasi. Also sehr hilfreich war da auch, dass Robert schon sehr genaue Beschreibungen geliefert hat. Also mit Panelanzahl, was soll genau drauf auf das Panel. Ja. Also es war sehr gut organisiert, um dann damit arbeiten zu können. Also jetzt nicht bloß, wir machen hier mal, ne, es passiert ein Kampf auf der Seite, okay, ne, und dann schaut man mal, sondern es war Panel für Panel beschrieben, was passiert da, warum passiert das dort, welche Personen agieren, auch schon Perspektiven. Also wenn schon beim Layout das gut rüberkam und natürlich dann für die Zeichner auch einfacher war umzusetzen. Das war sehr, sehr hilfreich. Vielleicht kann man noch sagen, dass bevor wir zu dieser Phase gekommen sind oder quasi zwischen Skript und dieser Phase war dann so die Zeit, wo wir uns dann alle so zusammenraufen mussten, weil ich meine, es waren drei Serien, drei Zeichner, die ihre eigenen Serien da erfunden haben und so weiter. Das musste natürlich für jeden auch passen. Robert hatte eigentlich die undankbare Aufgabe, das quasi als Dritter, aber vielleicht war es auch genau deswegen gut so, das zusammenzuführen, aber das hat auch nicht lange gedauert. Ne? Dann hat das gepasst. Es sind drei Egos aufeinander geprallt und du standst in der Mitte. Genau, aber das kann er ab. Also ich habe nur einmal gehört, wo Marian seine Seiten gezeichnet hat, der meinte dann, verdammt, unsere Figuren kriegen ja nur auf die Fresse. Stimmt das aber auch? Das stimmt tatsächlich, also die sind nur auf der Verliererseite. Also der Engel und die beiden Kollegen von Hadesyndrom sind so die Helden und die Blue Evolution-Figuren machen hier zum Großteil die Bösen und die kriegen es dann eben ordentlich gezeigt. Also das fiel ihm dann so beim Zeichnen auf, weil er immer seine mal am Boden lag. Hätte ich noch erinnern können, wenn du das gesagt hättest. Ach, das war völlig in Ordnung. Ich hatte, die waren eben auch nicht gut, unsere Figuren. Aber dafür sind ja auch die ganzen Bösen im Prinzip aus eurem Universum. Genau. Ja, und als nächstes kam dann eben die Zeichnung. Das ist jetzt eine Seite von Micha. Kannst du vielleicht mal ein paar Worte sagen, wie du da rangegangen bist, beziehungsweise so deine Vorgehensarbeitsweise ist? War da ja schon recht eindeutig. Ich sollte die Kameraperspektive aus dem Lastwagen, Transporter, was auch immer es ist, nach außen hin. Und die Figuren sollten dann von außen reingucken in das Fahrzeug. Mit diversen Kühlboxen, aus denen irgendwelche ekligen Flüssigkeiten rauslaufen. Und sonstiges, und da uns halt jetzt nah, der eingesperrt bei einem Käfig sitzt. Mit dem Gerät, oder? Also, wenn man das Skript, die Seite gelesen hat dazu, und ich glaube, in dem Preview-Heft, was wir in Aachen rausgemacht haben, da ist das ja auch mal nachzulesen. Aber dann kann man hier wirklich eins zu eins, also man hat die Seite von Micha, hat das Skript, hat alles klar. Ne? Also, wie so eine Blaupause ist die Zeichnung genau das, was Robert da geschrieben hat. Also, das ist schon ziemlich cool gewesen. Aber trotzdem ist das immer noch eine Herausforderung, so etwas umzusetzen. Denn oftmals denkt sich ja der Autor eine bestimmte Perspektive aus und man denkt sich als Zeichner dann, oh Mist, das kommt nicht das jetzt. Das kommt nachher noch. So einen Fall haben wir auch gehabt, ja. Und das ist aber auch eigentlich
in der Arbeit zwischen uns klappt das eigentlich auch immer sehr gut, dass, ich meine, Robert ist ja auch offen für Änderungen, er ist ja da nicht irgendwie jetzt festgelegt und sagt, es muss genau so sein. Also wenn das sind halt im Endeffekt, wenn im Skript sowas steht wie Establishing Shot oder keine Ahnung, nah dran mit der Kamera oder sowas, dann sind das halt hauptsächlich erstmal Empfehlungen. Das ist im Endeffekt so, wie ich mir das vorstellen würde, wenn jetzt der Zeichner sagt, das sieht aber anders viel besser aus. Klar, ich meine, das ist ja auch die Aufgabe des Zeichners, irgendwie da die Grafik reinzubringen, da mische ich mich dann nicht mehr groß ein. Also vertraue ich natürlich voll auf das Können des Zeichners. Und das hat halt auch genau an einer Stelle nochmal einen ziemlichen Schub gegeben. Ja, aber das kommen wir gleich genau, das, das sehen wir nachher. Ja, das sind jetzt zwei Seiten von mir in der Schwarz-Weiß-Version. Hat ja Robert gesagt, also erstmal kamen vier Hades-Syndrom-Seiten, dann vier Engel-Seiten, bevor dann alle zusammenkamen. Und das sind jetzt zwei Seiten aus dieser quasi Engel-Kurzgeschichte-Einleitung. Wie hast du auch selbst geinkt? Ja, das ist alles digital gemacht und da gibt es überhaupt gar nichts auf Papier zu. Das ist alles nur am Rechner entstanden und das ist alles digital in Photoshop getuscht und dann habe ich es nachher auch koloriert. Das war für mich auch eine neue Sache, nicht das Kolorieren, sondern dass ich Engelseiten koloriere, weil die Hefte, die bestehen immer nur aus Schwarz, Weiß und Rot, die Farbgebung da, aber da es sich ja nun auch anpassen sollte an den Rest, aber das dann nachher eben auch so gemacht und fand ich auch cool. Aber vielleicht auch sehr interessant, dann es verschiedene Arbeitsweisen sind. Also Micha arbeitet ja komplett mit Papier, ne? Da kannst du nochmal kurz zurück, die Seite vorher. Ja. Da ist ja die gezeichnete Seite und danach ist sie geinkt, getuscht. So, die sind so original, die hat mich auch so original. Das heißt also, wir haben dann am Ende mit einer eingescannten Seite da gearbeitet, wobei Thomas seine schon komplett digital vorlagen. Und ich hatte hier mal sagen, wenn dann Marian mitgemacht hat, also das war ja, er arbeitet ja auch mit Papier. Da hieß es dann natürlich, okay, was mache ich denn da jetzt? Ne? Ja, und dann habe ich die eben ausgedruckt. Mhm. Ne? Da hat dann Micha so eine gemeinsame Seite angefangen. Er hat sie so bei sich fertig gezeichnet, also getuscht eigentlich, mit seinen Figuren. Dann hat er sie eingescannt, mir zugeschickt, ich habe sie ausgedruckt. Und Marian hat sie dann genommen und hat wieder original draufgezeichnet. Dann habe ich sie wieder eingescannt und habe sie Thomas geschickt. Der hat es dann digital ein bisschen aufgepeppt und hat dann seine Ergänzung digital am Ende ergänzt. So, und dann war die Seite so erstmal fertig in der Zeichenversion. Moment, also digital, analog, digital, wie oft ging es nochmal? 5, 6 so. Mal? Naja, also gezeichnet, eingescannt. Und dann waren wir am Ende in der Digitalversion. Wir haben also auch mindestens 300 E-Mails in den Prozessen geschrieben. Mindestens. Ich habe es nicht genau, können auch mehr gewesen sein. Mit einem eigenen Server, so, wo jeder zugreifen konnte und mit eigenen Ordnern so rein und raus. Manchmal ist auch mal was verloren gegangen, wenn ich auf dem Server war und aus Versehen Delete gedrückt hat. Zu meinem Bruder, der macht so bei mir die Technik zu Hause, sagt, kann man das noch irgendwoher wieder retten? Der sagt, nee, wenn du es auf dem Server löscht, ich sage, okay. Dann musste ich wieder rumfragen, ihr habt das bestimmt noch? Ja, haben wir noch, na Gott sei Dank. Und dann wieder rauf auf den Surfer. War ja notwendig, weil ja die Druckdateien sind ja auch riesengroß. Also wenn man die dann die ganze Zeit mit hin und her schickt, das macht ja auch wenig Sinn. Aber das war schon sehr spannend, weil das war auch für mich so am Anfang so die größte Herausforderung. Wie klappt das denn? Ich dachte erst, okay, wir treffen uns alle mal zusammen. Mal ein Wochenende, die drei Zeichner, dann machen die ihre gemeinsamen Seiten so. Ich hasse das einfach. Ja, die gemeinsamen so Seiten. So weit weg der Boss von der Realität. Also, kann jetzt 3 Tage, kann ja nicht so lange dauern. Ja, Moment, wie viele Seiten sind es nochmal insgesamt? 24. 24 in einem Wochenende, sportlich. Ja, aber es waren ja, sind ja auch ein paar dabei, so 4, die sie alleine machen konnten. Waren es ja schon nur noch 16. An einem Tag. Ja. So 5, 6 Seiten. Komm, das reicht mir auch. Keine Arschbacke. Also ich kann das nicht. Aber Gott sei Dank kam es ja auch nicht dazu. Ja. Aber das war so die erste Idee, gemeinsam tatsächlich mal. Das hat aber dann terminlich nicht gepasst, also haben wir nicht hingekriegt. Ja, und dann kam es eben genau zu dieser Arbeitsweise. Ne? Mit rumschicken und ja. Hier kann man noch sehen, ich glaube, das Original hast du da auch dabei. Das ist jetzt, das hat jetzt Marian gezeichnet, einfach so lose auf dem Blatt. Ist es das? Ja. Ist das das? Ich denke, nee, das ist es nicht. Einfach so lose auf dem Blatt, ohne Panel, ohne alles. Und dann habe ich das übernommen und in, genau,
und in Michas Layout eingefasst. Ja? Also am Rechner dann eingefügt, die Panel gemacht und dann da eingefügt und dann halt auch noch entsprechend bearbeitet, weil wir uns dann auch dazu entschlossen hatten, das war Marians Sachen, die halt nur in Bleistiftvorlagen nicht inken, also nicht nachträglich noch tuschen, weil sein Stil ist auch so anders jetzt von unseren. Also ich hätte das nicht machen können, ich hätte das nicht tuschen können. Und außerdem wäre es ein Haufen Arbeit gewesen und so bleibt halt alles, was Marian auch vorhatte, erhalten. Und nachher kann man auch sehen, dass das auch gut gepasst hat. Das passt auch gut zu der Originalserie Blue Evolution, die ist auch nicht getuscht. Da haben wir das ja im Grunde genau mit dem gleichen Stil gemacht, reine Bleistiftzeichnung und dann am Rechner entsprechend so vorbereitet. Ja, wir hatten uns das bloß gedacht, weil Michael tuscht seine Sachen, ich tusche meine Sachen und dann ist jetzt einer dabei, wo die Sachen nicht getuscht sind, was machen wir da? Aber Effekt, das wird man dann auch noch sehen. Hier ist ein ganz cooles Beispiel, da ist irgendwo auch das Original von Marian dabei, also wie jetzt die Sachen dann auch zum Beispiel zusammengefügt wurden. Das links, das hat alles komplett Michael gemacht. Man hat dann halt hier eben freigelassen, hat hier noch die Horizontlinie eingezeichnet, um eine Orientierung zu haben. Und Marian hat dann die Seite so gezeichnet. Genau. Und dann das ist dann halt hier das Ergebnis nach der Bearbeitung am Computer. Und das war dann auch die Version, die dann nachher koloriert wurde. Also weiter ging es dann nicht. Man könnte also sagen, das ist so ein bisschen wie im Film. Das werden, sagen wir mal so, das eine waren die realen Figuren, das andere war das, was im Computer entsteht. Und das wird dann am Schluss zusammengefügt im Composer-Ding. Genau, fast so die Arbeitsweise. Mhm. Also die Hauptaufgabe hat dann immer Thomas gehabt, da er so komplett auch digital gezeichnet hat, sich dann immer so die Aufgabe hat, aber ich passe das an. Wir haben dann nochmal auch ein sehr schönes Beispiel, wo wir sehr viel angepasst haben, weil wir uns da nicht ganz einig waren, wie da jetzt so am besten das Bild aussehen könnte. Aber das war auch ein schönes Beispiel. Ja, genau hier. Das ist jetzt hier auch so ein Beispiel, das hat Sebastian auch dabei. Das war so eine ganz große Herausforderung, weil am Anfang, ich habe gesagt, also Thomas hat sie gezeichnet, da hat sie angefangen und da war eben so groß der Engel drauf. Das ist jetzt so eine Kampfszene, Engel versus Mentor, eine der bösen Figuren aus dem Blue Evolution. So, dann war der Engel fertig, ich habe das bekommen für Marian, ne? Und der hat dann eben jetzt hier wirklich den Mentor da reingezeichnet. So, ja. Sieht man, ist jetzt das linke Bild. Und dann hat es Thomas bekommen und der fand, nee, das geht so überhaupt. Naja, das, ich meine, so, Sebastian, pflichte mir bei, bitte, ja, das ist einfach perspektivisch, funktioniert das nicht, weil die Figur der Ventor muss vorm Engel sein und nicht dahinter, ansonsten klappt halt der Schlag nicht und so, ich habe das auch, das war so eine Sache, das musste man im Prozess dann irgendwie regeln, also ich habe das gemalt und dann, ich wusste ja nicht, dass Sebastian das ausdruckt. Ich dachte, dass das vielleicht dann auch irgendwie so einzeln gezeichnet wird, ne? Aber wenn er das reinzeichnet, klar, dann kann er hier schlecht, dann fehlt die Hälfte. Und dann habe ich es mir genommen und dann habe ich es halt eben auch am Computer entsprechend bearbeitet, habe hier diese Gliedmaßen entsprechend auch, also das, was hier fehlt, habe ich dazu gezeichnet und habe dann halt eben zugesehen, dass ich da so dicht wie möglich an Marians Strich bleibe, dass das nicht auffällt. Genau, das war dann hat der Micha hier noch seine Figuren entsprechend eingefügt und das ist dann zum Beispiel so eine Seite, wo wir alle drei zusammen dran gearbeitet haben. Trotzdem muss man sagen, also würde ich mal sagen, hier ist ja dieser, hier ist ein kleiner Bruch drin. Ja, genau, das ist da, wo ich quasi dann übernommen habe und so hundertprozentig habe ich es nicht hingekriegt. Aber wenn ich es dir jetzt nicht gesagt hätte, dann hättest du es auch nicht gesehen. Aber nee, also das war ja auch klar, das wird noch koloriert. Boah, willst du das wissen, dass ich das nicht gesehen hätte? Mit dem ganz scharfen Kennerblick auf das Bruch. Aber es war ja auch klar, dass das noch koloriert wird. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt auch schon, wie die Koloration von Ingo aussehen würde. Und von daher war auch klar, dass das nachher in der kolorierten Version wirklich niemandem mehr auffallen würde, dass da so ein Schnitt drin ist. Ich werde genau hinschauen. Genau, wir kommen auch jetzt gleich zum nächsten Thema. Ja, das ist jetzt Seite 1 von Micha komplett, also die allererste Seite im Comic. Und dann sieht man hier auf der linken Seite so eine Vorkoloration von Ingo, wo er dann erstmal, das hat er dann auch eigentlich ja, so ziemlich mit allen Seiten gemacht, er hat erstmal so die Flächen, erstmal die Farben so angelegt
noch gar nicht groß irgendwas eingebaut an Schatten oder Effekten oder sonst irgendwas und hat dann erstmal das wieder rumgeschickt und gefragt, ob das so passt. Ja. Und dann gab es Feedback. Ich glaube, Ingo hatte auch somit die schwerste Aufgabe, weil er musste nachher alles ja, zusammenfügen. Ne. Unsere Zeichnungen, die waren natürlich alle auch noch sehr verschieden, so vom Look her, und er musste dann alles mit seiner Farbe irgendwie zusammenbringen. Und das war, da hat er mir manchmal ein bisschen leid getan, weil da kam es echt aus allen Ecken. Ne. Ich weiß noch, irgendwie, keine Ahnung, hier und da, das war dann, das eine war uns irgendwie zu bunt oder so, und dann bei dem anderen gefielen Michael die Lippen von Dodo nicht irgendwie, die waren dann auch zu rot, und bei mir war dann irgendwas am Engel nicht in Ordnung, und naja, das, aber da ist er, das hat er ertragen wie ein Mann, und dann hat das, und dann hat das richtig, richtig cool gemacht. Anders gesagt, er hatte viel Spaß dabei. Ja. Das ist auch die Herausforderung, weil das tatsächlich ja der größte Unterschied von den drei Serien ist. Also jetzt mal auch von dem Zeichenstil abgesehen, sind die ja in der Farbgebung komplett verschieden. Also nochmal, Blue Evolution ist schon mit so die bunteste von denen, also eine richtig tolle Fantasy-Serie. Michaels Serie ist ja wirklich sehr monochrom, so von der Farbgebung, sehr düster, das Hades-Syndrom. Ja, und der Engel ist nur schwarz-weiß-rot. So, und da natürlich jetzt ein Heft draus zu machen, was so ein bisschen farblich zusammenpasste. Also ich glaube, das war für Ingo schon die größte Herausforderung, dass dann alle drei Künstler so damit zufrieden waren, jawohl, ich erkenne meine Figur, mein Universum auch in der Farbgebung wieder. Und dass das dann am Ende schon natürlich mit Feedback verbunden war, aber auch geklappt hat, also war mal eine tolle Hausnummer. Und das Lettering hat dann Robert wieder gemacht. Ja, das sieht man ja dann auch rechts in die Sprechblasen eingefügt. Da haben wir uns dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, da trafen dann auch so ein paar Vorlieben aufeinander. Der Chef hat sich natürlich durchgesetzt, indem dann auch die Sprechblasen leicht transparent sind und so. Das ist so sein Fable. Und dann hat das alles eigentlich super gepasst. Aber was sehr schön ist, so bei neuer Computertechnik, so was man da alles machen kann, die gab es eben alle vorher einzeln schon. Also wir haben gesagt, okay, Robert hat es geschrieben, also ist er so für den Text verantwortlich. Wir wussten ja genau, wie die Panel aussehen, also am Ende die Zeichnungen waren ja 1:1 nach dem Layout auch in der Panel-Aufteilung. Dann hat er ja schon immer gesehen, okay, die fertige Zeichnung, bevor sie Ingo zum Kolorieren bekommen, und konnte natürlich da auch schon anfangen, das Lettering zu machen. Also dann am Ende für Photoshop eben lag der Layout mit den Sprechblasen schon komplett fertig vor, bevor überhaupt die Seite komplett fertig war. Sodass am Ende nur noch Ingo zusammenfügen musste, dann komplettieren. Also man konnte da auch parallel arbeiten und musste eben nicht auf eine komplett fertige Seite bauen. Also im Prinzip wie der Ton bei dem Film, der war dann eben auch schon fertig, wie die letzten Computergrafiken hinzugekommen sind. Das sind jetzt zwei Seiten, die habe ich koloriert. Also wir haben uns jetzt dann auch ein bisschen aufgeteilt. Ingo hat den absolut größten Teil gemacht und ich habe halt auch ein paar Seiten koloriert. Einfach damit wir dann auch nachher den Zeitplan einhalten konnten, ja, zur Veröffentlichung. Also das war dann so der Hauptgrund eigentlich, und naja, dann habe ich auch so viel zum Wochenende, ne? Ja, das war ja schon die Herausforderung. Also die Idee hatten wir besprochen letztes Jahr in Essen. Also da gab es das Skript noch nicht. Ja, da waren wir das letzte Mal wirklich eine große Gruppe gemeinsam zusammen. Und da kam der Auftrag, also da war so, das Skript war dann Ende des Jahres fertig, ne, so dass man es umsetzen konnte. Dezember konnten wir, glaube ich, richtig anfangen. Micha und Thomas haben mit den Layouts dann Ende Dezember, Anfang Januar begonnen. Und das Ziel war, 10 Jahre The Next Art, jetzt in Erlangen, damit aufzuschlagen. Also gab es so eine Deadline, so Ende Mai müsste es dann druckfertig sein. Ja, und dann ja, hat es auch geklappt. Und dann so die letzten Szenen wirklich eine Stunde vor Drucklegen fertig, oder? Nö, also wir waren wirklich gut im Zeitplan. Also waren Mitte Mai waren wir komplett fertig mit allem drum und dran. Also wir hatten schon knappere Druck. Da habe ich das noch direkt auf die Messe liefern lassen. Aber hier waren wir wirklich sehr diszipliniert im Zeitplan. Das hat super geklappt. Wenn der Chef richtig Druck macht? Wenn der Chef richtig Druck macht? Oh, die haben das selber. Also das war eine Menge super Spaß. Also ich habe dann immer mal so sehen wir aus, da gab es dann immer so Zwischen-PDFs, wo ich sage, okay, so weit sind wir jetzt. Alle Seiten, teilweise noch im Layout, teilweise gezeichnet, dann gab es schon mal eine kolorierte. Dann irgendwann waren alle fertig gezeichnet, dann waren sie teilweise koloriert und eben auch immer mal so nachgefragt. Ich meine, jeder hat einen normalen Job. Wie sieht es denn aus? Na, schaffst du das? Also gerade bei Ingo war eben dann die Frage, er ist ja der Letzte in der Reihe. Schaffst du das jetzt hier mit dem Kolorieren? Sollen wir helfen? Gibt es irgendwo
wo wir vielleicht unterstützen müssen. Da kam dann auch die Idee her, okay, ein paar Seiten vielleicht von Thomas korrigieren zu lassen. Weil, wie gesagt, da war dann, wird es dann ja immer enger. Ne? Aber das hat super funktioniert. Also ja, wir haben auch viel unter der Woche unter uns geregelt, weil der Boss berufsbedingt sich dann immer erst am Wochenende einschalten konnte. Also ich war dann immer schon gespannt, wenn ich Freitag komme, so 200 E-Mails im Postkasten, wie so der Stand ist. So in der Woche konnte ich dann immer nicht schauen, aber das hat super. Aber hat sich eigentlich immer gefreut. Ja. Also war immer, dann kam immer so, yay, toll. Das ist jetzt noch meine Seite, die Ingo koloriert hat. Da haben wir auch alle drei, nee, das stimmt gar nicht. Das ist eine Seite nur von uns beiden, glaube ich. Genau, von Micha und mir. Aber halt eben auch mit Elementen, also es hat nicht komplett jetzt jeder nur seins gemacht, also Micha hat ganz, ganz viel von der Blue Evolution Serie halt hier auch in den Szenen mit übernommen, diese Plagen und die Soldaten und alles gehört zur Blue Evolution Serie und das hat er dann gemacht und ich habe dann jetzt hier, das war für mich relativ simpel eigentlich, diese Seite. Und hier auf der anderen Seite kann man dann halt eben nochmal sehen, wie dann die Sprechblasen und die Soundeffekte mit eingefügt wurden und es dann das fertige Ergebnis gab. War auch nochmal eine Herausforderung für Robert, weil klar, je mehr Leute dran arbeiten und zeichnen und hier und da, achtet nicht jeder immer auf die Platzierung der Sprechblasen. Aber es hat dann doch alles hingehauen am Ende. Ich habe mal so richtig versucht, den Fehler. Ich hatte dann ein paar kleinere Änderungen noch am Schluss, dass dann ein paar Flecken noch hinzugekommen sind. Ja, richtig. Ja, da gab es dann so für Ingo immer mal so die, weiß gar nicht, für die Seite, die jetzt mit da haben, da die Explosion. Nee, leider nicht. Also die muss man sich im Heft wirklich anschauen. Weil da war dann zu wenig Action, eine riesen Explosion drin und dann na, kam ich dann so, ich sage, oh nee, also hier muss mehr Action und mehr Nebel und hast du das Effekte. Heft denn nicht mit? Kommst doch mal. Ich hab ja das. Mal schauen. Die Seite. Ja, das war jetzt. Das große Finale. So, da war am Ende so diese ganzen kleinen Splitter und der ganze Nebel, der war nicht da. Also da war das einfach nur normal koloriert. Ja, und da habe ich dann gesagt, nee, da musst du ja, das ist eine Explosion und mit Feuer und Action und machen. Und dann hat Ingo voller Freude, er hat dann immer geschrieben, ich habe jetzt mal die Nebelmaschine angeworfen und nach drei Versuchen war das am Ende dann ja, das Ergebnis mit einer richtig tollen Action, also wo man tatsächlich die Explosion auch auf der Seite sieht. Und das war schon klasse, auch in, wie man da mit kleinen Anmerkungen dann so, deswegen gibt es da eben dann immer mal noch so kleine Änderungen, bis dann wirklich tatsächlich die finale Seite stand. Jetzt, genau, jetzt haben wir nochmal noch mal anhand von zwei konkreten Seiten den ganzen Ablauf nochmal zusammengefasst, weil das waren ja jetzt immer so Bruchstücke und immer verschiedene Seiten, damit man nochmal sehen kann. Und hier ist das Paradebeispiel dafür, das war mein Layout und das ist dann das, was nachher quasi Marian gezeichnet hat. Vielleicht sagst du mal, was du... Vielleicht sagst du mal, was du geschrieben hast. Also aus Sicht des Skriptes oder aus Sicht der Story war es halt wichtig, also hier wird zum ersten Mal der Tower, also das Verlagsgebäude in Neu-Chemnitz gezeigt und das ist halt auch die Stelle, wo zum ersten Mal die beiden Bösewichte Nessus und Ventor auftauchen und halt der Karl-Marx-Kopf obendrauf, über dem sich halt das Portal öffnet, wo dann die ganzen Bösewichte rauskommen. Klar, gut. Genau, und, ich hab's rotiert. Und aus Sicht der Story hatte ich halt gedacht, okay, macht natürlich Sinn, irgendwo dann auch die Figuren zu zeigen, weil sie da zum ersten Mal auftreten, also die ganze Situation zu erfassen. Hat halt beschrieben, dass der Turm von oben, aus einer Perspektive von oben gezeigt werden sollte. Thomas hat das ja dann auch im Layout entsprechend so gemacht. Und Marian hat dann mit kreativem Eifer das Ganze ignoriert. Das hat er schon immer so gemacht, also auch früher bei Blue Evolution. Ja, also das ist die Originalseite, so hat er die gezeichnet. Und ich hatte ihn dann natürlich auch gefragt und mein Mensch hier so irgendwie, ne, hieß doch immer, du hältst dich ans Skript und dann meint er, ja, aber das macht ja jetzt von oben auf das Gebäude runter perspektivisch keinen Sinn, da hätte man nichts gesehen. Ja, hat er auch recht. Also da hätte er nichts machen können. So, und fand eben, dass von unten raus so dann die Platten kommen,
das dann eine viel bessere Wirkung hat. Ja, das ist dann eben genau das, was wir vor uns beschrieben hatten. Erstmal so der Zeichner denkt, das ist viel cooler, wenn ich das dann so mache. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, weil ich habe ja das Layout gemacht und als ich das gelesen habe, was Robert geschrieben hat, also er hat ja dann noch geschrieben, hier am Kraterrand, also die Brücke ist zu sehen und Kraterrand und irgendwelche zerfallenen, zerbombten Gebäude und Ruinen stehen da und dann kommen hier oben ist der Kopf und dann kommt hier aus dem Portal kommen die ganzen Viecher und dann steht hier noch Vento und da noch Messis und so. Ich dachte, ach du meine Güte, ne? Das ist zwar fast eine Splashpage, ja, also ein großes, großes Panel, aber ganz schön viel. Naja, habe ich mich dran gehalten und dann hat Marian hat dann die Hälfte der Informationen, die eigentlich drin sein sollen, weggelassen, ja, und hat dann aber auch ein viel cooleres Bild gemacht. Ja, also sieht ja auch, man sieht auch, dass es viel bedrohlicher aussieht, was er da gemacht hat und das ist ja auch der Effekt, den man da an der Stelle auch haben möchte. Und die anderen Panel hat er dann halt einfach so auf dem Blatt gezeichnet. Und dann, das ist auch ganz cool, das hat dann Sebastian zwischendurch mal gemacht, hat das dann alles mal zusammengefrickelt, sodass man schon mal die Zwischenstufen sehen konnte, gerade wenn es viele Einzelbilder gab. Also hat das Layout genommen, hat dann diese Seite draufgepappt und dann die anderen Zeichnungen mal so grob dahin gelegt. Und da konnte man schon mal sehen, okay, so ist es alles da, was wir haben wollten für die Seite. Und dann habe ich das Ganze dann entsprechend so zusammengefügt am Computer. Dann noch die Panel verkleinert, damit man möglichst viel von diesem Bild sieht. Ja, also da sind ja nur Köpfe drin und hier. Und eigentlich sind hinter dem Panel auch noch ein paar lustige kleine Gimmicks, die jetzt leider verloren gegangen sind, aber es ging halt nicht. Ja, da hat sich der Künstler so dermaßen ausgetobt, ja, dass er da nicht mehr dran gedacht hat, dass da noch ein Panel hinkommt. Und, naja, gut. Wäre eine Gelegenheit für eine Alternative Version? Ja, schon. Das war so was, oh, jetzt habe ich ihn auf Ideen gebracht. Das ist sowas, was nicht vorschlagen. Ja, so, ja, also noch ja, zwei, drei Varianten. Ja, mal schauen. Ja, und das ist dann jetzt die fertige Seite. Also so sieht sie dann am Ende aus. Und ist schon, also für mich persönlich, eins der Highlights im ganzen Heft. Also ist man schon echt. Von so einer Seite steht man wirklich und denkt sich, und auch wie cool, wie Marian auch Proportionen und alles ignoriert hat. Ne? Also hier einen riesen Karl-Marx-Kopf auf dieses Gebäude drauf und so. Das, im weiteren Verlauf der Geschichte ist das ja nicht kleiner. So, aber pfeift drauf. Ne? Und einfach, weil es cool aussieht. Und, ist davon abgesehen, dass es zusammenstürzen wird unter so einem Riesenkopf. Ja, alles egal. Das ist alles. Das ist Next Art Universum spielt. Tatsächlich eben unsere Blue Evolution Arbeitsweise von damals gewesen. Style geht vor allem. Und das hat Marian im Eisern durchgezogen in seinen eigenen Komplettseiten. Also bei den Panels hat er sich dann sehr gut dran gehalten, aber hier konnte er eben nochmal so richtig sich austoben, weil da hat ihm ja die komplette Seite gehört. Und das war jetzt eben eine Seite, die ja Marian quasi alleine gemacht hat, nur halt abgesehen von der Koloration. Und das ist jetzt nochmal eine Seite, wo wir wirklich alle drei zusammen dran gearbeitet haben, angefangen mit Michas Layout auf der linken Seite. Und hat er ja vorhin gesagt, dass wir uns das so aufgeteilt hatten, dass wer den Schwerpunkt quasi auch auf der Seite mit den Figuren und so weiter hat, der macht das Layout von der Seite und das kann dann auch gleich im Anschluss damit anfangen. Ja. Das war dann auch so ein bisschen der Einfachheit halber so gemacht und dann hat er eben entsprechend seine Figuren reingezeichnet und hat es dann rumgeschickt. Also da gab es einen richtigen Ablaufplan, den hatte ich am Anfang so wirklich. Meine, Thomas hatte vier eigene Seiten, Michael vier, da war klar, die können damit loslegen und die fertig machen. Und dann bei den Seiten hier, da war eben völlig klar, okay, also das Layout war da und der das Layout macht, startet dann auch mit den Figuren rein. Und dann war genau festgelegt, bei welchen Seiten wer welches Layout macht und dann rein startet, wer es als nächstes bekommt, so um zumindest einen groben Überblick zu haben, dass das wirklich funktioniert. Und am Ende haben wir den Plan fast 1:1 auch so umgesetzt. Also das war ganz schick. Ja, und hier sieht man jetzt zwei weitere Schritte. Auf der linken Seite kamen jetzt Marians Figuren dazu. Die sind auch wieder lose auf dem Blatt irgendwie hingezeichnet und wurden dann entsprechend in die Panel eingefügt. Hier kann man dann auch noch sehen, an der Stelle, also ich habe dann Marians Sachen eingefügt. Und hier kann man auch zum Beispiel noch eine Änderung erkennen. Das war dann auch mein Arbeitsschritt hier. Weil ich ja dann da mein Engel noch reingezeichnet habe.
hat dann Robert dann auch mal die Hand gehoben und hat gesagt, hier, aber da müssen ja noch Sprechblasen hin und das ist ja blöd, da drunter und so. Und ich dachte, ja gut, okay, das ist jetzt Gott sei Dank einfach, die einfach runterzurutschen. Und dann war die Seite im Endeffekt so jetzt vom Zeichnerischen her fertig. Groß um die Hintergründe haben uns da jetzt nicht gekümmert, aber es spielte auch drin in diesem Verlagsgebäude. Und das war dann natürlich auch noch das, was Ingo dann jetzt dazu beigetragen hat. Der hat es dann nochmal richtig lebendig gemacht mit Texturen und diesen ganzen grünen Spritzern und dem ganzen Kram. Ja, genau. Es gab so erste Entwürfe, wo die ersten Kämpfe so stattfanden. Und dann so mit dem Plagenblut, also sagen wir die Monster, die auftreten, die haben alle grünes Blut. Ne? Die ersten Entwürfe waren so mit roten. Und dann so von mir der Hinweis kam, die haben grünes Blut, okay. Ja, dann musste das eben alles auf grün umgeändert werden. Ja, aber das war dann einfach super. Ich war begeistert, also die Figuren, also die beamen da weg, ne? Die werden da wegtransportiert. Da war schon die Frage, die kursierte dann mal ein paar E-Mails, ja, wie machen wir das denn mit dem Effekt? Also zeichnen lässt sich das jetzt schlecht, sich wegbeamen, ne? Und die Figuren waren da und das, ja, Ingo hat die Lösung geliefert, eben dann beim Coloring und ich war super zufrieden damit, weil es wirklich den Eindruck macht, als wenn die sich da auflösen. Ne? Wie man es aus dem Film kannte, man hat so das Bild, ja, beamen sich weg, ne? Da hat man so Star Trek vor Augen. So. Ja. Ja, wie macht man das jetzt in einem Comic-Bild? Ne? In Star Trek 2 aus. Ja, sieht also auch so aus, also klasse gelöst, hat aber eine tolle Idee gehabt. Ja, das ist dann natürlich so, deswegen vor uns dieser Lacher bei, naja, man könnte ja ein paar Varianten so machen. Also wie das da habt ihr euch aber ausgedrückt. US-Verlage ja auch machen und da gebe ich ja immer gerne zu, dass das so meine großen Vorbilder sind, so noch aus den 90ern, so Image-Comics, so das Ganze. Ich glaube, das erkennt man auch im Verlagsprogramm. Aktuell vielleicht zu Avatar-Fest, zu Scope, die doch sehr stark mit Variant-Covern arbeiten. Und ja, ich kann mir das als Chef des Verlages dann auch leisten und habe gesagt, also hier lassen wir es dann mit Variant-Cover noch mal richtig krachen. Sonst haben wir ja immer nur so zwei oder drei verschiedene Varianten. Null ist gut, das reicht ja auch schon. Ne? Und diesmal wollten wir aber zumindest auf jeden Fall jedem Hauptzeichner sein eigenes Cover geben, was ja dann schon mal mindestens drei waren. Das sieht man jetzt hier links, das ist ein Michael, sein Cover. Natürlich mit der Hauptfigur aus dem Hades-Syndrom, der Lodo vorne drauf. Dann hat man rechts das Cover von Marian mit den zwei Hauptfiguren aus Blue Evolution. Ja, Thomas hat sein Cover gemacht, ein wunderschönes Wraparound mit der kompletten Crew drauf. Vorne natürlich sein Engel, dann kommen Nuke und Dodo aus dem Hades-Syndrom, dann kommt General Petty und Lieutenant René aus der Blue Evolution-Serie und ganz zum Schluss Captain Chemnitz. Der hat in dem Heft auch einen Gastauftritt, das ist dann so der vierte beteiligte Zeichner, Stephen Krauf, der eben der im Grunde genommen die Idee liefert, wie das mit dem Portal und mit dem Karl-Marx-Kopf so funktioniert überhaupt, weil das aus seinem Captain Chemnitz-Comic kommt. Und von daher ist auch da der Captain Chemnitz mit drauf. Das ist auch ziemlich cool, dass Robert das auch mal mit eingeflochten hat. Also dass das dann auch mal irgendwie so gepasst hat. Ja, da hätten wir so die drei Hauptzeichner mit ihrem Cover. Dann hat das linke jetzt hier, das ist Roberts Cover als Autor natürlich. Er hat ja seine eigenen Comichefte, zeichnet selber auch. Hat er natürlich auch sein eigenes Cover bekommen. Ja, dann tatsächlich das rechte von Marco Schüller, der für uns schon hin und wieder Variant-Cover zeichnet. Ein Variant-Cover hier war ganz lustig, bevor überhaupt die Story stand und das alles losging, hatte ich ihn gefragt, ob er denn so da ein Variant-Cover machen würde. Er hat sich riesig gefreut und sagt, klar, mache ich. Und ich hatte ihm dann verschiedene Figuren geschickt, die so aus dem Blue Evolution-Universum sind, so zum Zeichnen. Hat er es einfach toll gemacht. Ja, am Ende vorne die größte Figur, also Julis aus dem Blue Evolution-Universum, die spielt nicht mit bei Nai United. War eben die falsche, die dann am Ende in der Story auftauchte. Aber ist jetzt nicht so schlimm, sieht trotzdem schick aus. Ne? Das ist das Gründliche an diesen Covern, die immer vor dem Erscheinen immer so, es kommt nicht mit, ja, wir machen das eins zu eins wie die. Ja? Nur mit dem Unterschied, bei uns sieht es drinnen dann auch noch gut aus. Nicht bloß draußen. Ja, es gibt das Schwarz-Weiß, weil wir waren uns eben nicht einig. Also Thomas hat es rumgeschickt und wir waren alle einig. Also das Schwarz-Weiß sieht auch super klasse aus.
Ja, da dachte ich, ist ja gar kein Problem, machen wir einfach eine Variant draus. Ne? Schon haben wir eben das farbige und das schwarz-weiße. Und ganz zum Schluss, also es gibt noch ein siebtes Cover, ein Sketch-Cover. Damit haben wir jetzt dieses Jahr angefangen, das ist echt super klasse, um direkt eben auf der Messe so die Hefte zu promoten, wo wir drauf zeichnen können, die Künstler. Haben dann also noch als siebtes ein Sketch-Cover, wo die dann am Stand auch direkt drauf zeichnen und sieben Jahren super Sache. Ja, und da hatten wir dann so sieben Versionen. Jetzt musst du zum Schluss auf jeden Fall nochmal die Story erzählen, wie es zu dem Untertitel kam. Ja. Also ich glaube, der Haupttitel, der war sofort klar. Ne? Na, also The Next Art, das ist unser Verlagskürzel. Und United, das war auch sehr schnell klar. Also da haben wir uns direkt an diesem Image United angelehnt. Und als erstes, also wir haben im April zu Aachen ein Preview rausgebracht und da war der Titel Dekaden des Wahnsinns. Ne? The Next Art, 10 Jahre, so ein bisschen wahnsinnig sind wir auch, das hier 10 Jahre lang zu machen, völlig irre. Also das ist der Untertitel und unser Kolorist Ingo aber, der meinte, er hat eine repräsentative Umfrage bei seinen Freunden gemacht und keiner würde ein Heft kaufen, wo Wahnsinn drauf steht. Also das hat er nicht gesagt mit repräsentativ, das ist... hat mal Freunde gefragt und die meinten, also ein Heft mit wo Wahnsinn drauf steht, das würde keiner kaufen. Wir müssten einen anderen Titel nehmen, da kam dann irgendwas mit für eine Handvoll Babes oder so, also so ein typischer Bud Spencer Terence Hill Titel. Oh, das ist auf jeden Fall. Ja, fanden wir dann jetzt nicht so cool. Aber wir haben uns den Kopf zerbrochen, abends haben wir in Aachen. In Aachen in der Kneipe gesessen und überlegt, und was könnte man denn machen und was wäre denn jetzt ein toller Titel. Und also uns nichts eingefallen. Und auf der Rückfahrt, oder? Ja, auf dem Bahnhof, wo ich euch zum Bahnhof gebracht habe, haben wir uns nochmal so drüber unterhalten. Und Michael hat ein Hals-Syndrom-Album gemacht, das heißt Der letzte Gig. So als Auftritt. Ne? Da tritt das letzte Mal so die Mädchenband dort auf. So, und das habe ich nur falsch ausgesprochen im Auto, ne? Und so der letzte Geek. Und ja. Die zwei tobten los im Auto und meinen, genau das ist der Titel, ne? Du sowieso hier der Letzte und Geek sowieso. Und ja, und dann spielst du auch noch die Hauptrolle da drin, geht um ich spiele da mit, geht im Verlag. Jetzt weißt du, wenn du Foto stehst, du bist das Letzte. Der letzte Geek. Das finde ich auch völlig in Ordnung, weil ich mal ein bisschen verrückt muss man das schon hier machen, sowas durchzuziehen. Ja. Und so kam dann auch der Untertitel zustande und wir waren dann auch alle damit zufrieden und fanden das ziemlich cool. Aber spiegelt es sich dann auch irgendwie in der Geschichte? Ja, also der Boss ist quasi eine Figur, die auch erstmalig in dieser Geschichte auftaucht und am Anfang kommt es einem so vor wie die Randfigur, sage ich mal, aber in der Aufschlüsselung taucht er dann nochmal auf und insofern trifft das eigentlich komplett auf das Thema. Er sieht aus im Comic wie Sebastian, ja, aber auch sofort so... So angelehnt auch als Figur, da auch, also wenn man mal durchguckt, ne, da sind ja auch viele kleine Hinweise eingebaut, also zig Cover aus dem ganzen The Next Art Programm tauchen irgendwo auf und überall steht irgendwas rum oder liegt was rum von Heften und hin und her und so. Und das spiegelt das schon ganz gut wieder. Das war und ich war auch schuld an der ganzen Misere, genau. Die da in dem Heft spielt. Um einfach noch mehr tolle Comic-Stories zu produzieren. Also es passt auch dann tatsächlich. Zum wenn wir das Ganze denn auf den amerikanischen Markt werfen, dann kann man es auch ohne großen Aufwand übersetzen. The Last Week. Okay, ja, stimmt. Ja, soweit. So mal die verrückte Idee, sowas hier durchzuziehen. Und am Anfang war ich da sehr skeptisch. Ich habe überlegt, Mensch, die Entfernung, funktioniert das überhaupt? Kann das klappen? Die Stile sind unterschiedlich. Dazu müssen wir noch sagen, wie weit wohnt ihr auseinander? Ja, also Tomba kommt ja aus Potsdam, wohnt in Potsdam. Micha wohnt in Arnsberg, ne? Das ist so bei Bochum. Ja, bei Dortmund. Robert also bitte, das muss man auch rausstellen. Ja, Bochum ist doch. Ja, das ist so, das ist bei mir da alles so da drüben, so die Gegend. Ne? Robert kommt aus Köln und ja, der Verlag kommt aus Chemnitz. Also ich komme aus Chemnitz. Deswegen war das dann mal so schnell mal ein Treffen am Wochenende. Marian wohnt in Zürich, also das war dann extra herausfordernd. Ja, und Ingo hier. Und Ingo hier in der Nähe, also bei Nürnberg. So, und das ist natürlich dann, also da lief tatsächlich alles per E-Mail digital. Da war eben sich mal so zwischendurch treffen nicht möglich. Also die einzigen, die sich getroffen haben, das war tatsächlich Marian. Der hat mich dann an einem Wochenende besucht, zu so seinen einzelnen Seiten, die großen, so jetzt so solche Sachen hier. Das hat er vorher schon gemacht, ne? Da hat er einzelne kleine Panel gehabt, aber es war ganz klar, so diese Seiten, wo die Figuren miteinander agieren, das kann er jetzt nicht einzeln machen. So. Und
Ja, dann hat er ein Wochenende bei mir von früh um 11, halb 12 bis abends halb 12 in der Küche gesessen und hat komplett alle Seiten, wo er dann so seine Figuren reinzeichnen musste, dort einmal, deswegen dachte ich, an einem Wochenende, das geht, ne? Also zu schaffen war das. Ja, das waren natürlich die Seiten, ich habe die dem dann, ich glaube, es waren 7, 8 Stück, habe ich ihm dann ausgedruckt und dann hat er dort schön in meiner Küche gesessen und den ganzen Tag dort die Figuren. Und so faszinierend wie das war, also die letzten Blue Evolution Figuren hat er ja vor 7, 8 Jahren gezeichnet. So, also das war jetzt auch nichts, was er ständig machte. Und dann hat er da in einem Tag das wirklich komplett durchgezogen. So, das war das einzige Mal, wo man sich wirklich getroffen hat. Der Rest lief ausschließlich per E-Mail, mal per Telefon, digital. Und hat geklappt. So, das war. Uns einen eigenen Applaus verdient. So, noch zum Schluss. Das Heft gibt es bei euch im Stand. Kostet, da kostet. Also das normale Heft kostet 5 Euro. Man kann das komplette Set erwerben mit dem Sketchcover, mit Sketch drauf, mit Wunschzeichner. Oder die haben auch schon alle 5 drauf gesketcht. Für 50 Euro. Die Varianz kosten da mal 10. Und nach der Messe gibt es natürlich auch noch, wenn da was übrig ist. Also bei uns auf der Internetseite www.thenextart.de, da kann man alles erstehen, was wir so produzieren und natürlich auch in die Einzelserien reinschauen. Das war ja so mit der Gedanke, einen Crossover zu machen, um auch vielleicht die Leser von Der Engel auf Blue Evolution aufmerksam zu machen oder von Hades-Syndrom auf Der Engel, um auch da so ein bisschen anzufüttern. Mensch, schaut euch doch mal die anderen Serien. Und vielleicht sollte man einfach mal dazu sagen, ihr verdient nicht wirklich etwas groß damit. Es ist nicht euer Einkommen, das da wirklich richtig davon abhängt. Ja, also das ist tatsächlich so, aber ich glaube, das wissen die meisten Comiczeichner in Deutschland so, dass da ja keiner großen Reibach damit macht. Also alle haben einen normalen Job und machen die Comiczeichnerei, Schreiberei so nebenbei. Aber mittlerweile, ich meine, es kommt schon ein bisschen, ein kleiner Verdienst kommt manchmal schon rum, jetzt nicht unbedingt durch die Comics an sich. Aber wir verkaufen ja die Originalseiten auch am Stand, haben da auch eine feste schon Fangemeinde, die tatsächlich auch immer wieder nachfragen und auch die Originale und Pin-Ups am Stand ja auch kaufen. So, und von daher, da verdient der Zeichner dann ja tatsächlich Geld, weil das läuft komplett auf seine eigene Tasche, dass er eben dann seine Originalwerke, für die er ja auch verantwortlich ist, dann für sich verkaufen kann. Also Leute, dann neue Hefte produziert werden können, kaufen. Genau. Ganz einfach. Genau so ist es. In 10 Jahren gibt es dann das nächste Crossover. Ja, mal schauen. Also ich glaube schon, das hat einen riesen Spaß gemacht, ne, das zu produzieren. Also wirklich, war jetzt ein bisschen mit einer heißen Nadel gestrickt. Von daher, das nächste Mal würde man sich schon etwas mehr Zeit nehmen. Wir waren da eben jetzt etwas unter Zeitdruck mit dem 10-jährigen Jubiläum. Aber wenn man jetzt dann fürs 20-Jährige dann was planen sollte, haben wir jetzt 10 Jahre Zeit, das zu entwickeln. Wir haben auch eine Menge andere tolle Geschichten, über die wir immer so auf den Messen reden, wenn wir uns treffen. Wir treffen uns tatsächlich nur auf den Messen, wovon eben manche nie über die Idee hinauskommen. Ja, liegt dann manchmal am Autor, manchmal am Zeichner. Aber bei dem hat es tatsächlich so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ja, mal sehen. Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal. Das war auch so angedacht in das Now United mit einem Untertitel, dass man es durchaus nochmal verwenden kann. In 10 Jahren. Sowohl zu schaffen sein, daraus dann eine Graphic Novel zu machen mit 300 Seiten, oder? Ja, aber so, wir sind nicht so die. Ihr habt Zeit, ihr habt Mensch, Zeit. Graphic Novel, also nee, sowas. Und Marian, so, also wir machen tatsächlich ja Alben, so Sammelalben für die Fans, wo wir sagen, wir haben jetzt eine abgeschlossene Serie mit 6 Heften oder mit 5 Heften und dann eben nochmal zum Abschluss, die auch alle zusammenfassen für diejenigen, die es vielleicht in einem Stück lesen. Wir haben Experimente gemacht mit Michaels Hades-Syndrom-Serie, ist für uns natürlich als klassische Heftserie angelegt, mit Variant-Cover und so, wie sich das gehört. Haben dann aber eben auch gesehen, okay, es gibt ja sehr viele Kunden, die auf Alben stehen, so ein schönes Hardcover-Album und das viel toller finden, man kann es auch besser ins Regal stellen. Und haben dann eben auch das Experiment gemacht, Teile der Hades-Syndrom-Geschichte als Alben rauszubringen, was sehr erfolgreich lief. Von daher ist da nicht auszuschließen, dass da irgendwann noch mal das als Album auftaucht. Da bin ich mal gespannt. Ja, gibt es noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Ansonsten die meisten haben die Geschichten am Stand schon gehört. Ja, nee. Ganz super erklärt. Haben Sie super erklärt?
Danke, keine Sebastian. Fragen offen. Keine Fragen offen? Super. Ach, das ist doch schon mal fein. Klasse. Ja, dann. Wir bedanken uns bei dir, Bernd. Keine Ursache. Für die Möglichkeit und für die Moderation. Ja. Coole Sache. Ja, dann ich bedanke mich bei euch. Super. Danke.